Hi YouTube, wir schauen jetzt eine Trans-Dokumentation. Yay! Alle freuen sich, alle jubeln. Das Studio hier ist außer sich, alle Menschen, die hier vorne sitzen auch. Und oh mein Gott, wird hier geklatscht. Ein Fest. So, und wir schauen das und das ist direkt mit Deadname. Das heißt, in der Schule verdient aus meiner Jenny wurde Jonathan. Dieser Deadname wird wahrscheinlich noch oft hier genannt. Das fängt schon schlecht an, weil wir haben direkt einen Deadname im Titel. Ich würde noch mal gucken in die Beschreibung. Vielleicht wird die richtig krass. Wir hatten mal eine, da wurde gedeadnamed im Titel oder irgendwie so eine richtig schlechte Formulierung im Titel und dann war die Doku mega gut. Vielleicht ist es hier auch so. Ich lese kurz die Beschreibung. Jenny und Julian haben sich 2015 als Schülerinnen ineinander verliebt. Damals dachten beide, sie sind lesbisch, doch dann wurde Jenny zu Jonathan. Also noch zweimal Deadname hier. Alle Folgen hier sehen. Ah, das ist scheinbar eine Doku-Reihe oder was? Jonathan ist Transmann. Ihre Liebesbeziehung wandelte sich von einer Homo-Liebe zu einer Hetero-Liebe. Heute sind beide 27 Jahre alt und immer noch zusammen, sogar verheiratet. Der Film sah, also ich denke, gehe davon aus, dass der Deadname, dass das abgesprochen ist und dann okay ist, aber redet bitte. Also, ich hoffe, da drin wird gesagt, dass man das eigentlich nicht sagen soll. Na gut. Der Film zeigt Julia und Jenny damals als 19-jährige Schülerin und heute als Mann und Frau. Oh Gott, ich glaube, das wird steinig. Der Weg ihrer Liebe beim Wechsel der Geschlechter. Oh Gott, das wird sehr steinig. Also man wechselt auch nicht das Geschlecht, ne? Man gleicht das Geschlecht an sich an oder beziehungsweise den Körpern das eigene Geschlecht an. Es ist kein Geschlechtwechsel. Ich war schon vorher eine Frau und bin danach eine Frau. Ich wurde bei der Geburt falsch zugewiesen. Easy. Und Rollen erzählen die beiden mit offenen Herzen und kommentieren die Aufnahmen von 2015, ebenso die Eltern des Paares. Alles Liebe ist eine Doku-Reihe, in der außergewöhnliche Paare. Okay, das ist irrelevant. So, okay. Wir schauen rein. Ich bin momentan mit Jenny zusammen und ich hoffe, das bleibt auch mein Leben lang so. Vielleicht klingt es jetzt schnulzig, aber Jenny ist für mich schon meine große Liebe. Schnulzig. Ist okay. Aber auch mit Deadname und so und okay, Szene. Oh. Ihr dürft nichts sehen, nichts dürft ihr sehen, nichts dürft ihr sehen. Das ist mein Film, meine Doku. Ich guck die. Sprachen lernen. Nessie. Oh, hier kommt kein Sound. Das muss ich noch überarbeiten. Ja, ist für mich einfach meine zweite, meine bessere Hälfte, mit der ich einfach alles machen will. Und ich könnte einfach ohne sie nicht mehr. Also für mich war es am Anfang sehr, sehr schwierig mit der Situation oder mit dem Umstand, dass Jenny eine Freundin hat. Oh, da bin ich aber sehr gespannt auf den Wechsel. Also hier nochmal, Jonathan ist die Person, die gerade als Jenny bezeichnet wird die ganze Zeit. Deadnaming ist eigentlich nicht okay. Deadnaming ist halt, wenn man eine Person, die trans ist, mit dem Namen anspricht, den sie abgelegt hat, weil das kann natürlich auch schlechte Erinnerungen vorheben wieder, die man hatte an die Zeit, wo man diskriminiert wurde und gleichzeitig, oder wird man ja eh, aber auch aufgrund dessen diskriminiert wurde und gleichzeitig ist es halt eine Sache, auch einfach unhöflich, ne, also ich spreche ja Menschen so an, wie sie angesprochen werden wollen, so Leute, das ist nicht so schwer. Ich habe auch gesagt, sie soll jetzt bitte möglichst in der Öffentlichkeit das nicht zeigen, weil ich dann nicht irgendwie ihr Gerede habe. Boah, das finde ich super schwierig. Ja, du darfst da schon irgendwie eine Freundin haben. Bitte sag das nicht in der Öffentlichkeit, weil ich möchte das Gerede nicht. Weil ich, für mich ist das sehr schlimm, dass Menschen darüber reden, dass mein Kind lesbisch ist, was ja klar schlecht ist. Ich hoffe, dass sie das heute geändert hat. Das sind ja noch Aufnahmen von früher. Ich hoffe sehr, 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 dass sie da ihre Einstellung geändert hat, weil das ist super schädlich. Weil es ist nichts Schlimmes, dass Menschen, also das Kind ist nicht schuld oder schlimm, weil es irgendwie lesbisch ist oder so, was es ja nicht ist, aber, ne? Sondern dann sind die Personen schlecht, die darüber reden und keine Ahnung, das sollte man als Mutter, sollte man ja das Kind schützen und nicht andere Menschen, die dann darüber reden, wie dein Kind ist oder zu sein hat. So, ich wollte mich kurz anders hinsetzen, es tut mir leid. Nicht. Weil ich es verstanden habe, war die Person damals nicht geoutet. Yes, trotzdem sollte man heute halt den Namen nicht mehr nennen. Also, trotzdem von Jonathan damals reden und muss nicht mit den Deadnames sagen. Also, die muss den Deadname nicht sagen. Ich finde es auch uncool, wenn meine Familie von mir, was sie ja nicht tut, aber meine Familie von mir in
der Vergangenheit mit meinem Deadname reden würde. Nächstes Jahr sind wir 10 Jahre zusammen. Jonathan ist immer noch meine große Liebe. Ich glaube, sonst wären wir nicht weiterhin zusammen und nicht verheiratet. Tschüss. So eine Einordnung dazu wäre wirklich noch schön. Das ist ja alles ein Weg gewesen. Ich habe mich ja nicht in Mädchen verliebt und hatte plötzlich einen Mann, sondern ich habe mich in Mädchen verliebt. Ich würde eigentlich immer sagen, ich habe mich in den Menschen verliebt. So eine Trennung, bevor man überhaupt versucht, den Weg zusammen zu gehen, wäre für mich gar nicht in Frage gekommen. Das ist voll schön. Das ist mega schön. Julia hat eine unterstützende Rolle bei dem ganzen Weg, was wir alles geredet haben, uns eingelesen haben. In Hamburg gibt es eine Person, die Epithesen herstellt, also quasi Penisprothesen, die maßgeschneidert auf deinen Körper hergestellt werden. Also ich würde es auf jeden Fall machen, ja klar. So klar ist es nicht, manche machen das nicht. Das ist eine gute Doku über eine Transperson, das wissen wir noch nicht. Aber halt viel Deadnaming, das bisher war es nicht eingeordnet. Ich hoffe, das kommt noch. Wenn nicht, ist das trotzdem ein Kritikpunkt, den ich sehe. Hey. Ja, doch, wenn man da. Ja. Ich glaube, lange Job, dann sieht man das schon. Das ist gar nicht so. Es war am Anfang für uns auch eine Herausforderung, sage ich jetzt mal, als Paar. Plötzlich hetero ist halt auch wild. Weil, also auch vorher, nur weil eine Frau mit einer Frau zusammen ist, so gelesen ist, ist die Person ja nicht lesbisch, so. Und das andere ist trotzdem auch nicht hetero. Also nur weil Mann und Frau zusammen sind, heißt es nicht, dass beide davon hetero sind, sondern es gibt immer noch bisexuelle, es gibt pansexuelle, es gibt Omni, es gibt Biplus, es gibt einige Sexualitäten, die das absolut nicht ausschließen, dass das so ist. Danke. Eine Frau wird ein Mann, nein, das stimmt nicht. Mann war schon immer ein Mann und hat sich geoutet. So, das hat sich nicht verändert oder verwandelt, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und Barry, vielen lieben Dank für die 6 Monate, vielen lieben Dank. Ich würde es auch machen. Also wir haben nicht so wie manch andere geheiratet, irgendwie aus finanziellen Gründen. Alle anderen tun das. Alle anderen sind einfach nur dreckige Kapitalisten. Nein, alle anderen sind halt, das machen das nur aus finanziellen Gründen. Es bringt auch je nachdem, wie viel verdienen, auch gar nicht so viel tatsächlich. Also je nachdem, wie die beiden verdienen, bringt das nicht wirklich viel. Aber naja, gut. Wir haben uns tatsächlich für eine Hochzeit aufgrund der Liebe entschieden und haben dann auch mit 22... Ich nicht. Ich habe nicht Ja gesagt, weil ich Alex liebe, sondern weil ich aus finanziellen Gründen einfach, ganz klar. Ich geheiratet. Danke, dass du mit mir den Weg gegangen bist und den weiteren Weg gehst. No, wie süß. Warum sind die so süß? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tut es nicht mit mir. Puh. Ich kann sowas nie sehen. Es ist ganz, ganz schlimm. Und den Cutting Ninjas ist halt wirklich so. Ha. Noch seine Zeit, die Zeit seines Lebens. Vielleicht nicht der beste Moment des Fotografierens gewesen. Ah. Oh.
Also durch die Hormone natürlich ist eine körperliche Veränderung gewesen. Wie böse Transmenschen sind, sie bringen Nessie zum Weinen, tun sie. Und das ist auch das, wo wir als Paar quasi am meisten Angst hatten, dass sich dann unsere Wege trennen, weil Hormone einfach einen riesen Einfluss auf unseren Körper haben. Da war ich 22 Tage auf Testosteron. Und das sieht man schon ein paar Härchen. Also das waren, also wie gesagt... Ich muss auch sagen, mein Gesicht und alles hat sich so verändert mit Hormonen. Das ist so krass. Das war nicht mal ein ganzer Monat. Dann hat man hier schon Härchen angefangen zu sehen, dass die wachsen. Und hier nach 2 Monaten und 3 Tagen auf Testosteron. Und das sieht man schon deutlich mehr. Genauso bei mir hat es dann schon am Kinn immer angefangen zu wachsen, auch runter vom Hals auf. Man fühlt sich mit dem Körper nicht wohl, mit diesem typischen weiblichen Körper, mit den Brüsten, mit dem Brustwachstum. Nicht wohlfühlen ist dann noch ein bisschen harmlos ausgedrückt. Also ich hatte da wirklich Aggressionen gegenüber meinem Körper, wo ich dann wirklich das Gefühl hatte, das kenne ich gut, ja. Weg. Also ich hatte dann wirklich... Ich hatte das Gefühl auch von wegen so abreißen und alles. Also das kenne ich auch. Wirklich Aggressionen gegenüber meinen... Also der Brust dann auch. Ich wollte sie wegreißen, ich wollte meine Hüften abschleifen. Also es war... Ich wollte fliehen aus meinem Körper und ich war gefangen. Also das war sehr hart, mich dann auch im Spiegel anzugucken. Also ich habe es dann auch vermieden, mich im Spiegel anzugucken. Immer dann weitere Klamotten angezogen, eher so gebückte Haltung, dass die T-Shirts über den so fallen, dass man es nicht wirklich sieht. Das habe ich damals vollkommen nachvollziehen können, weil ich mich in meinem Körper oder mit gewissen Körperteilen auch nicht wohlgefühlt habe. Eben durch dieses Grundvertrauen habe ich mich ihr direkt öffnen können. Also ich habe da auch gar nicht lang rum überlegt, sondern ich habe geschrieben, dass es mit meinen Brüsten gerade, dass ich mich nicht wohlfühle. Ich habe gedacht, okay, sie schreibt, das ist eine Phase, mach dir keinen Kopf, dein Körper verändert sich halt, ja. Das ist nur eine Phase, alles immer nur eine Phase. Aber sie hat geschrieben, es gibt eine Möglichkeit, die wegzuoperieren. Hallo. Ach, die sind so süß. Warum sind die so süß? Wieso zusammenreißen, wenn ich das höre, ich will immer mit Trash-Talk-Gruppen. Ah, das tue ich aber auch oft genug. Wenn sie sauber sind, ist gut, ja. Ja, ist eh nicht putzt. Egal. Was passt rein? Hallo. Ja. Pokémon-T-Shirt. Ja. Das ist auch so, das gehört ins Bingo immer rein. Kinderfotos. Kinderfotos in Trans-Dokus sind so beliebt und sind so ein Ding, was immer reinkommt. Bei mir haben die ja auch, also, in welcher Doku war das? War das Art? Nee, das war ARD. Vom ARD die Doku, wo ich drin war, da wurden auch Kinderfotos gezeigt. Die wollten auch Kinderfotos von mir. Aber für mich war das auch kein Problem. Aber es war halt, es ist so ein Standardding einfach. I don't know. Und Nele, vielen lieben Dank für deinen Lurk-Twerk und deinen Sub-Support. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Da war schon die 2. Das war im Schlafzimmer drin. Was? Bei uns war im Kindergarten. Achso, das hing. Ja, das hing bei uns im Schlafzimmer. Ja. Ja, richtig cool auf diesen Heuballen. So viel Liebe, wie ich gekriegt habe von meiner Mom, das war schon schön gewesen zu erfahren, ja. Da hat die Oma für den Kindergarten gerichtet. Ja, das heißt, da macht man ein Foto. Schön mit Zäpfle. Ja. Ihre Zäpfle. Was ist das für ein Akzent? Der ist ja süß. Jenny. Ja. Die Reportage nochmal angeguckt. Setz mal, glaube ich, mit dir zusammen. Also war das 15. 2015, 8 Jahre. 15, 8 Jahre. Wow. Ja, das sind es bestimmt schon 7 Jahre. Aber muss man ja, der Thema wieder, ich weiß auch nicht. Das sah auch irgendwie nicht so aus, als wäre das so cool gewesen. Ich weiß nicht, aber ich will halt keinen nicht einfach irgendwelche Annahmen stellen. Ja. Man könnte einen Deadname-Counter machen in der. Also. Oder Trinkspiel natürlich mit alkoholfreien Getränken. Immer wenn. Weil es ist heiß, wir müssen viel trinken. Dann immer wenn Deadname gesagt wird, muss man trinken. Hi, ich bin Julia, bin 18 Jahre alt, ich liebe es zu fotografieren und ich liebe meine Freundin. Hi, Jenny, 19 Jahre alt. Ich hab nichts mehr zu trinken hier, was soll ich machen? Schülerin, lieb Fußball und Frauen.
Und was? Richtigfußball und Frauen. Aber Frauenfußball nicht, Männer können das viel besser. Und Frauen? Ja, boah, voll geil. Sag ich ja. Er hat sich halt dagegen ausgesprochen, dass, ja, vorsichtig dass, sei dass Jenny, dass es schon wieder eine, ist unfassbar. Da voll im Pranger steht und dass es die ganze Welt erfährt. Ja, dürfen dass sie die zwei Zimmer sind, habe ich auch gesagt. Das ist doch unser Zeug. Ja. Ist ja wirklich scheißegal, soll doch jeder erfahren. Das Ganze ist doch. Hä? Es ist immer dieses Jahr hinter vorgehalten, das ist ja nichts mehr aus. Und das ist auch dasselbe, was meine Oma auch gesagt hatte. Weswegen ich ja dann am Ende auch nochmal den Kontakt abgebrochen habe. Ne? Das war ja die Geschichte, dass ich ja sowas ist, was nur familienintern ist, dass ich trans bin und das soll ja also kein anderer wissen und darf kein anderer wissen und keine Ahnung, das ist ja ganz schlimm, dass ich in der Zeitung war, zu dem Zeitpunkt habe ich schon länger gestreamt, also aber davon hat sie ja keine Ahnung, deswegen war das nicht so schlimm. Aber ich war ja dann in der Zeitung und das war ganz, ganz schlimm, weil das ist ja familieninterne Sache und geht ja keinem anderen was an. Ich denke, das ist doch komplett egal. Warum ist das schlimm? Aber sie wollte halt auch nicht, dass Leute reden. Und ich denke mir so, okay, das ist deine Angst, dass Menschen über mich reden oder über die Familie reden schlecht oder keine Ahnung. Ich finde, die Sorgen sollten vielleicht eher bei dem Enkelkind sein. Aber hey, gut. Man hat immer andere Prioritäten, ne? Genau. Das Genie, dass es noch voll im Pranger steht und dass es die ganze Welt erfährt. Ja, dürfen Sie dass die zwei Zimmer sind, habe ich auch gesagt. Das ist doch unser Zeug. Ja, genau. Durch unsere Familie. Also sowas bleibt bei mir dann immer im Kopf. Und ich habe ja nichts dagegen, dass er das nicht mag. Ich bin so groß, so normal. Das ist, also Mann und Frau gehören zusammen. Gleichgeschlechtliche, hat es immer geheißen, wurde sehr, ja, wie gesagt, stark anerzogen. Das ist ja auch so ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Wenn es anerzogen werden würde, wäre das halt auch, wäre ich weder trans noch pan, so oder wie auch immer man das nennen möchte, was ich bin. Gleichgeschlechtliches ist absolut abnormal. Und durch das habe ich einfach da extrem meine Schwierigkeiten gehabt, mich mit dem Umstand ausgerechnet, dass es wieder bei uns irgendwo ist. Mit dem Umstand einfach klar zu kommen. Aber ich finde, bei ihr halt ist der Punkt, sie sagt, sie muss halt damit klarkommen und tut halt auch was dafür. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen, weil es gibt Menschen, die werden halt so erzogen und sagen dann, das ist jetzt so. Aber nee, da hat das Kind sich geoutet und sie sagt, okay, ich muss jetzt damit klarkommen. So, und das ist, finde ich, ein Schritt besser auf jeden Fall. Und natürlich ist das nicht perfekt und nicht toll, aber ja, solange sie sich Mühe gibt, finde ich, ist das sehr, sehr wichtig. Finde ich gleichgeschlechtlich ist ja, man, ja, das war beim ersten Outing. Also das ist jetzt ein altes Video, was sie gucken, wo das erste Outing war. War schon sehr knackig, ja. Damit kam die Mama eben nicht zurecht, ja, dass sie jetzt ein lesbisches Kind hat. Wenn sie Händchen halten, spazieren gehen und man sieht dann die Blicke dann von den Leuten und so weiter. Also ja, aber das finde ich halt das Krasse. Warum sind die Blicke von den Leuten wichtiger, als dass es dem Kind gut geht? So? Warum sind die Blicke der Menschen, der irgendwelcher fremden Menschen wichtiger? Anfang total wehgetan und naja, das ist alles von deiner Mutter, gell? Genau das Gleiche sagst du auch. Pass auf. Ja, so, das hast du alles von deiner Mutter, ne? Und dann so, du sagst dasselbe. Ich, muss dann mal weg. Ist jetzt? Das war schon deine Mutter, gell? Das hat das wirklich genau, warte, was? Das war schon deine Mutter, gell? Nein, das hat er auch in der Serie. Okay, das ist cool. Keine Ahnung, einfach dieselben Dialoge einfach nochmal durchgespielt. Sag mal die Doku auswendig kennt ihr scheinbar öfter gesehen. Ich bin ehrlich, ich habe die Dokus, in denen ich mitgespielt habe, alle, glaube ich, einmal, höchstens zweimal gesehen. Einfach, weil ich es dann doch ein bisschen unangenehm finde, mich selbst dann zu sehen.
Dad Jokes sind einfach zeitlos. So ist es. So ist es. Siehst du, das weiß ich auch nicht. Guck. Da hat sich zufällig rausgestellt, dass er eine Freundin hat. Und da habe ich gedacht, von mir bricht echt der absolute Weltzimmer. Ich wollte von der Jenny nichts mehr wissen. Das ist halt wild. Das ist schon hart. Also das finde ich auch krass, so auch als erste Reaktion, dass man so das Kind dann erstmal so gar nicht unterstützen kann, finde ich schon sehr heftig. Ich habe mich richtig betrogen gefühlt. Betrogen gefühlt, weil das Kind eine Frau liebt. Finde ich halt auch so wild. Also ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen kann. So, das ist natürlich, das passiert oft leider wirklich, ja. Aber das ist ja kein Betrug oder irgendwas, das ist ja auch nichts Schlimmes. So zu sagen, das ist ein Betrug, impliziert ja, dass es einfach was Schlimmes ist. Aber wo ist das was Schlimmes? So, ich verstehe es nicht. Natürlich war es not amused darüber. Aber dann hat es. Auch zu sagen, das ist sehr traurig, dass es so, natürlich war sie nicht amused. Und ich denke mir so, warum natürlich nicht? Es ist vollkommen okay. Schon eher akzeptiert und gleich auch gemerkt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Zwischendurch-Ding. Gut, wir haben ja Gott sei Dank viel drüber geredet. Also mir hat es auch geholfen, wo du mir das erklärt hast. Mhm. Wie du die da gefühlt hast und welche Gedanken und Selbstmordgedanken und alles Mögliche. Und das hat mir dann auch wieder wehtan, wo ich dann gedacht habe, wie muss es in dir drinnen aussehen, dass du so weit kommst. Mhm. Ja, das ist halt die Diskriminierung und auch die Angst davor, wie die Mutter reagiert. Und ich meine, das war ja scheinbar berechtigte Angst und das ist halt schon heftig. Dann. Ich finde es richtig hart, gerade das zu sehen und rede mir selber ein, dass die Eltern jetzt dazu genannt haben. Ich hoffe es auch sehr, aber es wirkt, finde ich so. Das Betroffene zuhören hilft wild und ich denke immer, die sind zu involviert. Deswegen habe ich auch gesagt, lieber habe ich ein glückliches Kind und. Ja. Das finde ich. Und das finde ich sehr, sehr gut an ihr, dass sie das sagt. Weil ich auch finde, dass das immer das Ziel sein sollte. So, es ist doch das Wichtigste, dass das eigene Kind glücklich ist und glücklich wird. Und dabei sollte es unterstützt werden. Und ich finde es so krass, dass es Menschen gibt, die das nicht so sehen und Menschen dann verstoßen aus ihrer Familie und so. Das finde ich richtig heftig. Deswegen, ich finde da gut, dass quasi ihre Liebe zum eigenen Kind einfach größer war als die Vorurteile und alles, was ihr anerzogen wurde und Co. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das ist was sehr Schönes, das so zu hören. Und da wäre ich jetzt auch mitgegangen. So geht's auch. Also auch Menschen, die anders aufgewachsen sind und so gelernt haben, können das überdenken und sich hinterfragen. Das funktioniert, wenn man darüber redet und dann auch aufgeschlossen dafür ist, dann klappt das. Was hilft mein glückliches Kind, wenn die Nachbarn reden? Ja, das hat sich meine Oma auch gefragt. Da sind wir wieder bei, wir lernen erst was dazu, wenn in unserem Umfeld vorkommt und es selbst so trifft. Ja, das ist sehr schade, definitiv. Also das ist definitiv ein Problem. Aber ich finde gut, dass es zumindest das da ist. Ne? Das ist die Runde, die ich auch gerne mit dir laufen würde, Mann, wenn du da bist. Es gibt keine Runde, die ich gerne laufen würde, tatsächlich. Mir tut es bloß leid, dass ich da nicht schon früher irgendwo anders drüber gedacht habe. Und das ist ja für jeden ein Prozess. Für mich war es auch ein Prozess, für dich ist es auch ein Prozess. Richtig, richtig. Ich finde trotzdem stark, dass sie das sagt. Sie auch sagt, es war nicht okay, so wie das war und wie ich da reagiert habe. So, ich hätte früher offener sein müssen dafür. Und so, das ist auch. Gerade, man merkt, dass sie dazugelernt hat. Sie hat mir dann unheimlich leid getan, weil sie auch Schwierigkeiten hatte in der Klasse mit Schulkameraden oder in der Schule, wenn sie auf dem Mädchenklo war, dass dann andere Kinder reinkommen sind und haben gesagt, hey, du bist hier falsch. Aber doch, ein Hund wie ohne Runden gehen, nicht Runden gehen, sondern laufen. Mir geht es speziell ums Laufen. Es gibt keine Strecke, die ich gerne laufe. Gehen ist fein. Ich wandere auch gern mal. Auch sehr gerne weit. Aber laufen kriegt man mich nicht. Die Bubentoilette ist hier drüben. War dann sehr schwierig. Und das dann halt am Kind mit zum Erleben. Dann ging es auch weiter mit Brustoperation und so weiter. Wir haben noch gar nicht das Trans-Coming-Out. Das müsst ihr dann auch in den Count von Deadnaming, das weiß ich nicht. Ihr habt
Ich habe den Counter gar nicht aufgemacht. Und da waren wir eigentlich schon mittendrin. Wissen Sie wieder Ihren Sohn? Das ist immer noch in der Vergangenheit. Also das sind Sachen, oder spielt das auch noch in der Vergangenheit? Nee, das jetzt gerade nicht mehr, aber das davor spielte in der Vergangenheit. Ne? Also es gab schon mal eine Doku über die, aber dann quasi als, also über die beiden und dann quasi als lesbische Beziehung. Und jetzt geht's quasi auch so ein bisschen über die Hintergründe von damals, aber wir springen wahrscheinlich, glaube ich, jetzt vielleicht auch ins Hier und Jetzt. Da wird das wahrscheinlich anders sein. Und hat uns eigentlich nie irgendwie gestört, oder also mich zumindest nicht, meine Frau, die war da ein bisschen anders drauf. Wenn man dann denkt, sie kann halt nie Mama werden oder auch das Nachempfinden, schwanger zu sein, weil ich glaube, viele wollen das auch gar nicht tatsächlich. Empfinden, schwanger zu sein. Vor allem auch dieses ist nicht möglich. Erstens ist das als, also da ne, gehen wir noch davon aus, dass, also da wird ja noch davon ausgegangen, dass sie lesbisch sind. Also in lesbischer Beziehung geht das tatsächlich sehr wohl, dass auch eine Person davon schwanger wird. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Aber es ist halt möglich und nie ein Muss. Und es kann ja auch genauso sein, dass wenn sie eine Tochter hätte, die hetero ist, dass die niemals schwanger wird oder schwanger werden möchte oder schwanger werden kann. Geht auch, dass das möglich ist. Deswegen ist es so, nur weil es für dich ein gutes Gefühl war oder sowas mit der Schwangerschaft, heißt es nicht, dass das für dein Kind genauso ist oder dass das für irgendwen anders genauso ist. Es für mich ein unglaublich tolles Gefühl war. Deswegen wusste ich auch nicht, wie das dann eben weitergeht. Aber das sind halt wieder diese gesellschaftlichen Erwartungen an Menschen und an Geschlechter. Ne? Es kommt ein Geschlecht, wir gehen davon aus, dass irgendeine Person ein Geschlecht hat und haben dann direkt Erwartungen an diese Person. Und das finde ich halt schon sehr schwierig. Ist aber in unserer Gesellschaft sehr stark verankert. Und das, finde ich, sieht man hier wieder sehr gut. Wie gesagt, auch gar nicht gedacht mit Brüste wegmachen oder dass dann die Tendenz dahin geht, dass sie dann mal ein Er wird. Seit Mai 2016 nehme ich Testosteron. Oktober 2016 hatte ich die Namensänderung, Namens- und Personenstandsänderung. Und noch mal ein Jahr später, Mai 2017, hatte ich dann... Ja, an der Stelle war es definitiv ist Gender. Ja, absolut. Da ist da schon. Die Mastektomie, also die Brustentfernung. Was ist denn? Schöner Tisch und schöne Stühle. Sorry. Bisschen Frau, ne? Ja. Sehr beschäftigt, die Dame immer. Ja, vor allem. Und auch ein bisschen verpeilt, muss man auch dazu sagen. Manchmal. Nee, mir fallen die Sachen halt. Einen muss ich ja gleich aufschreiben oder mir einen Wecker dafür stellen. Damit ich fühle das so sehr. Oh mein Gott. Ich fühle das so sehr. Nicht vergesse. Dann macht es noch Spaß. Das muss ich halt heute Abend nach dem Tanzkurs noch machen. Mhm. Ich hatte Gott sei Dank Glück, dass meine Brüste nicht so groß waren. Und dann konnte man kleine Halbmondschnitte, um die Brustwarze machen. Und quasi so... Milchdrüsen. Genau, es geht so, manchmal ist das quasi, dass das quasi einfach komplett der Nippel abgenommen wird und dann werden die Sachen rausgeholt. Aber es gibt halt auch, gerade wenn die größer sind, ist das halt schwierig, da kannst du nicht alles durch das Loch dann vom Nippel holen, dass dann quasi hier unter der Brust nochmal ein Schnitt ist und da dann quasi erst rausgeholt wird. Das sind dann größere Schnitte. Auch die verblassen natürlich nach einer Zeit. Man kann die anfangs ja auch ganz gut noch behandeln mit, ich weiß nicht mehr genau womit, das halt Narben behandeln, dass die ein bisschen mehr ausbleichen. Am Anfang sieht man die halt noch recht gut, aber irgendwann sieht man auch nicht mehr richtig. Entfernen, noch Fett absaugen etc., dass es halt möglichst männlich dann aussieht, also in einer männlichen Brust nahe kommt. Also ich habe hier, sieht man noch ganz leicht die Narben, aber sonst sieht man echt gar nichts. Ja. Ja. Und jetzt trainiere ich auch gerade ein bisschen Brust. So ein bisschen. In der nächsten Doku mache ich das auch einfach. Ja, Hormone haben was bewirkt. Guck, Boobies. Naja. Die Muckis langsam raus. Das sehen wir dann. Also wenn ich normal dran stehe, sehen wir dann auch gar nichts. Ja, ist mega gut geworden. Mich interessiert, wo er das gemacht hat. Ich meine, ich folge auch so einer Seite auf Instagram. Die posten immer so Ergebnisse von Mastex und dann woher das ist und so weiter. Ist auch eigentlich immer ganz, ganz spannend, interessant.
Ein gut aussehender Mann, sehr attraktiver Mann. Auf jeden Fall. Auf dem freien Markt würde er wahrscheinlich schnell weg sein. Oh Gott, auf dem Markt. Ich finde so Marktgerede immer ganz schlimm, was Skating angeht. Wir waren dann schon auch nochmal in München bei einem Arzt zum Penoidaufbau, mal zum Erklären, also quasi die Operation unten im Genitalbereich. Auch okay sein, als dass du das machen dürftest, so, ja, safe nicht, weil mit Frauenbrüsten anders umgegangen wird, leider, in der Gesellschaft. Nennt sich Penoidaufbau, nennt sich, ja, dass ich dann am Ende einen Penis habe. Genau, und der hat uns dann auch die einzelnen Schritte erklärt, wie das vorgeht. Ja, und das sind einfach für mich aktuell... Schritt für Schritt den Schritt erklärt, ne? Weil noch so viele Risiken dabei, wo ich sage, okay, das so wie ich jetzt bin, fühle ich mich aktuell wohl. Das ist doch nice. Das ist doch eine schöne Aussage. Ich denke halt auch immer, also als Transperson musst du halt nichts tun, was du nicht möchtest, so, weil du dich wohlfühlst. So gesellschaftlich ist es leider so, dass Menschen halt auch dazu gepressert werden, das zu tun, weil halt, ja, du bist erst ein richtiger Mann, wenn das und das und nur bist du ein Mann, wenn du einen Penis hast? So, nee, das ist Quatsch. So, es geht im Endeffekt darum, dass du dich wohlfühlst mit deinem Körper und nicht darum, was du deinen Körper, was du an deinem Körper hast oder so. Ob du jetzt ein Mann bist oder nicht. So, er ist genauso ein Mann, wenn er keinen Penis hat, wie wenn er einen Penis hat. Es geht halt einfach nur darum, wie er sich am Ende wohlfühlt, ne? Und das geht auch andere Menschen überhaupt nichts an, wie er sich wohlfühlt. Hauptsache, er fühlt sich wohl. Ist doch das Beste. Wir begleiten mal keine GAOP und Transmenschen dürfen Non-OP sein. Fortschritt, das ist ein Fortschritt, das ist doch schön. Durch das, dass auch Julia mich akzeptiert, wie ich bin. Und ich meine, ein Risiko kann auch sein, dass man nicht mehr orgasmusfähig ist. Also da ist mir mein Orgasmus zu wichtig. Ja, können wir ganz offen drüber reden. Also wem ist der Orgasmus nicht wichtig? Gibt es bestimmt Menschen. Gibt es genug Menschen. Ja, wenn du halt Pech hast und ein Operateur gerätst. Ich glaube, Penoidaufbau ist da auch deutlich aufwendiger als eine Vaginoplastik zum Beispiel. Also, ist auch heftig und so, auch das, was ich jetzt an OP gemacht habe, aber das andersrum stelle ich es mir nochmal deutlich, deutlich aufwendiger vor. Und deswegen, ich bin sehr zufrieden mit einigen Dingen. Und die Orgasmusfähigkeit, das war auch was mir halt vorher gesagt wurde. Und ich war, also erstens für mich war alles eh besser als vorher so, weil ich das gehasst habe vorher. Und also ich sage einfach mal so die Orgasmusfähigkeit, das kann sich auch verstärken, habe ich mir sagen lassen. Scheinbar. Ich liebe Genitalbereiche und tausche aus, weil ich Wort oder wenn ich der Orgasmus nicht wichtig weiß. Bei der Spirale Schmerzbehandlung so Angst, dass ich jetzt wie bei der Pille damals eine Libido leidet. Okay, I see, ja. Ja, das passiert auch schnell. Das ist auch oft, also auch was das Libido angeht, ist oft so ein Kopf-Ding. Also es meinte auch mein Operateur vorher, dass es sein kann, dass eine Orgasmusfähigkeit halt etwas leidet. Aber es kann, also es ist halt, er meinte auch oft ist es wegen Kopfsachen und das kann dann sein, dass das dann wiederkommt oder so. Aber am Anfang halt schwierig ist und so weiter und so fort. Also der Kopf macht auch sehr, sehr viel dabei. Was verstärkt Orgasmusfähigkeit bei weniger Dysphorie? Es ist wild, ne? Es ist krass. Man ahnt es nicht. Ja, das nicht so hundertprozentig drauf war, dann sieht es halt aus, als hätte du unter ein kleines Bockwürstle hängen, ja? Und das... Gott, was? Das ist halt... Das ist halt... Solange es nicht aussieht wie Leberwurst, ist, glaube ich, alles okay. Naja, Menschen können ihren Körper besser spüren, wenn sie sich wohler fühlen. Das ist wild, ja. Jetzt nicht das, was ich anstreben möchte, ja. Also. Oh, Herrentoilette, ist das denn erlaubt? Achso, das ist eine Umkleide. Oh, Herrenumkleide, ist das denn überhaupt erlaubt? Also aktuell, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in die Umkleidekabine gehe oder zum Duschen, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass mich irgendjemand komisch anschaut. Das war früher noch nie ein Problem. Als ich noch nicht so viel Körperbehaarung hatte oder noch nicht so die Statur, die ich jetzt habe. Also den Packer, den habe ich in der Unterhose, weil ich mich dadurch auch männlicher fühle. Also
gerade vielleicht auch solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Ja, das verstehe ich. Es ist halt auch ein bisschen Sicherheit, ne? Weil wenn Männer ein Männerbild vorgesetzt bekommen, wenn es um Parfüm oder Unterhose oder Kleidung geht, dass sich Männer tatsächlich mitunter oft zuerst in den Schritt gucken. Nur klar, wenn du mit dem kompletten Kamerateam in der Umkleide stehst, darfst du komisch angeschaut werden, ja. Und wenn das auch noch deinen Schritt filmt, dann darfst du, das ist erlaubt. Bei dem anderen Mann. Und die Frauen gucken eher auf die Brust und auf das Gesicht. Das gibt mir ein gewisses Sicherheitsgefühl, das verstehe ich. Wenn ich den in der Hose habe und ist entspannt. Also hier im Fitness habe ich mich nicht geoutet. Also es kam auch nie zur Sprache. Man kommt hier rein. Aber ich dachte, we can always tell. Bin ich auch wieder verwirrt. Warum funktioniert das? Als wäre es einfach nicht wahr, was immer transfeindliche Menschen behaupten. Das ist ja komisch. Wirklich null Namen an der Brust. Das ist krass, ne? Das ist krass. Es ist generell krass, was mit Operationen und so weiter heute möglich ist. Es ist so krass. Ich meine, ich sehe das ja auch. Ich habe ja auch FreundInnen, die das gemacht haben und machen lassen haben. Und ja, also das ist einfach super krass. Ich weiß auch, dass ich glaube, in Düsseldorf ist halt eine Klinik, die da auch richtig gut drin ist. Aber gibt's viele Kliniken inzwischen. Ich bin so sympathisch rüber, wenn ich nicht verheiratet wäre und er auch nicht, würde ich ihn ansprechen, wenn ich in der Bar stehen würde. Ich finde auch, es ist schon cutie. Trainiert, muss einer von vielen. Diese AirPods immer, ich finde, das hat so einen Vibe. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ich finde, es gibt so einen Style zusammen mit diesen AirPods, der kann irgendwie slayen. Ich würde den überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn ich so diesen Style tragen würde, wo die so zu passen, wäre der überhaupt nicht nice. Aber es gibt so Menschen, die tragen das und das passt einfach richtig gut zum Outfit. So, das fittet einfach. Ergibt das Sinn, was ich hier gerade von mir gebe? Keine Ahnung. Es gibt Menschen, die können das tragen und das sieht gut aus. Das wollte ich eigentlich einfach nur sagen. Aber ja. Ich gehe liebend gerne ins Fitness, weil ich auch ästhetisch ein gewisses Ziel verfolge. Ich strebe halt auch. Boah, ich bin ja auch jetzt gerade wieder am Abnehmen und möchte eigentlich auch wieder, ich möchte irgendwie trainieren gehen. Das Problem, also die Sache ist die, ich möchte eigentlich wieder ein bisschen mehr Sport machen und sportlicher sein, vor allem wegen meinem Rücken, weil der mich einfach umbringt. Weil ich einfach ständig vorm PC sitze. Aber ich hasse Fitnessstudio. Aber das wäre trotzdem die leichteste Sache für mich, weil über diesem Studio, wo ich hier gerade drin sitze, direkt über mir ist ein Fitnessstudio. Und es wäre so einfach. Aber ich mag keine Fitnessstudios. Aber ich könnte halt immer nach dem Stream, wo ich eh viel sitze, einfach nur hochgehen, Sport machen und wieder runtergehen. Das wäre eigentlich mega hilfreich. Stehst du zu Fahrrädern? Nee. Obwohl, oh nee, hier sind keine Berge. Moment, ich revidiere das vielleicht wieder. Aber in Berlin Fahrräder sind auch scheiße. Ich will nicht durch Berlin mit Fahrrad fahren. Wo ist denn eine Personal Trainerin? Wie viel kostet das? Also jetzt diesen und nächsten Monat wird das nix, weil Umzug massiv arschteuer war, aber für so irgendwann. Wie teuer sind die so? Kann man die bezahlen? Ah, dann nicht Arbeit und Privatleben muss getrennt werden, auch räumlich. Ja, aber ist ja getrennt. Ist ja dann komplett getrennt. Dann trainiere ich oben in den Räumen, ich streame hier in den Räumen und schlafe zu Hause. Easy peasy. Ein Queer, vielen lieben Dank für die 12 Monate. Vielen lieben Dank. Let's go, Gaupi wurde gerade bewilligt. Nice, aber ein Date am Wochenende und Finesse ist am Stream. You can't ruin this day. Oh, irgendwie süß. Aber dann sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch, Arik. Aber ja, Fahrräder in Berlin sind allgemein gut, das ist auch das Problem. Guck dir erstmal 1 bis 2 Monate den Verkehr in Berlin, bevor du Bike shoppst. Ja, deswegen. Nee. Ich war so viel fitter, als ich alle Wege zum Einkaufen und zur Uni auf dem Rad hatte. Ja gut, ich gehe halt zu Fuß. Also, wir haben ja kein Auto und keinen Führerschein. Aber deswegen zu Fuß geht auch. Aber es ist nicht genug. Obwohl, boah, seit ich in Berlin wohne, bin ich richtig viel unterwegs. Ich glaube, gestern war der erste Tag seit dem Umzug, wo ich nicht draußen war. Das war richtig krass. Und da habe ich Möbel gebaut. Also körperlich bewegt habe ich mich trotzdem. Also, ich
also bin schon viel unterwegs jetzt hier. Und das ist schon ziemlich geil. Ich lieb's. Vielleicht werde ich auch generell jetzt fitter, weil ich einerseits auf meine Ernährung wieder mehr achte. Und zweitens, was heißt auf die Ernährung achten? Ich esse einfach nichts. Das ist auch irgendwie drauf achten. Naja, auf jeden Fall weniger esse und mich viel bewege. Ich meine, das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann dann auswirken. Vielleicht brauche ich gar keinen Personal Trainer. Auch wenn das, glaube ich, gut wäre, weil ich dann wirklich den Arsch immer hochbekommen würde. Aber seit dem Umzug ist Alex halt auch so richtig krass. Der hat richtig Bock auf Dinge und Sachen tun. Und deswegen, das hilft auch beim Bewegen und so, weil der einfach, keine Ahnung, der ist auch richtig kreativ wieder. Der zeichnet, der malt, der ist einfach krass gerade. Der Umzug hat ihm so gut getan, das merkt man so sehr. Aber das ist voll schön. Und das ist halt auch ein bisschen ansteckend. Naja. Wir sind einen letzten Freitag im Monat in Berlin Fahrrad fahren, das ist Critical Mass, dann sind noch ein paar tausend andere dabei und dann ist es sicher, oh Gott, nee. Einfach nicht. Wird das gerade eine Katastrophe? Auch heute geht's doch. Also ich bin hier in einem luftdichten Raum, ich weiß gerade nicht, wie es aktuell ist, aber heute Morgen fand ich es schön, weil es abgekühlt ist. Naja. War seit einer Woche nicht mehr draußen. Hier natürlich auch. Naja. Diese typische männliche Körperform an. Also oben breit, voluminöse Brustmuskel, schmale Hüften, starke, sexy Beinchen. Ich habe keine starken, sexy Beinchen. Ich habe lange Beinchen, aber stark sind die lang nicht. Ich habe ja direkt nach 3 Wochen, wo ich mit den Hormonen gestartet habe, gemerkt, dass ordentlich Volumen an den Muskeln dazukommt, ja, also nach so kurzer Zeit schon. Ja, das war bei mir der Gegenteil tatsächlich der Fall. Das Problem ist, ich habe auch als ich angefangen habe, Hormone zu nehmen, war auch eine Zeit, wo ich einfach wenig Sport gemacht habe. Und das beides war halt dann so, okay, du hast jetzt keine Muskeln mehr, ciao. Und auch so von der Körperbehaarung, Gesichtsbehaarung. Ich habe schon von vielen auch gehört, dass man es mir nicht ansehen würde, dass ich meine Frau war. Um es ganz ehrlich und konkret zu sagen, natürlich sind, oder finde ich, Brüste schön. Ich glaube, natürlich, Brüste sind wundervoll. Ich habe das schon mal gesagt. Brüste sind sehr schön. Und der Jonathan weiß das auch. Und wir haben auch darüber geredet damals. Also das Wichtige ist immer, über alles zu reden. Darüber haben wir auch geredet eben. Oh, was mache ich denn, wenn ich diese Brüste vermisse? Die Lektion muss vergessen. Ich warte immer noch auf Therapieplatz, dass ich Diagnose bekomme und das mit Hormonen überhaupt anfangen darf. Ich wünsche viel Erfolg dabei, auf jeden Fall. Oh Mann, ist das denn in Aussicht, also Therapieplatz? Oder ist es noch schwer? Kasse, also es gibt ja auch Möglichkeiten, da welche zu suchen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon alles ausgeschöpft. Therapiesuche ist ja so anstrengend, ne? Von mir schon ein kleines Baby. Dann alle sagen, ich bin verrückt mit 19. Wenn man das schon weiß und dass man das möchte, ist das doch okay. Ja, jetzt doch noch nicht. Mann. Was dann? Ja, aber werden wir dann schon sehen. Da wäre auch nie Thema gewesen, nee, lass mal deine Brüste dran. Also Bart und so ist ja okay, aber nee, Brüste müssen dran. Also gar nicht. Wenn er sich damit besser fühlt, dann ist es so. Das ist so schön, die wirken so toll. In Twitch, Hamburg, das ist erlaubt. Gibt es eine Person, die. Die ist absolut erlaubt, weil das aufklärerische Zwecke, Twitch, okay? So, sorry. Denke ich, mache halt Traumatherapie. Meine Therapeutin darf fasst das halt mit auf. Okay, I see. Und viel Erfolg dabei. Ich bin auch gerade derzeit in Traumatherapie. Ich weiß, wie schwer das ist. Wünsche dir da ganz viel Kraft. Übrigens, wir gehen sehr unterschätzt zum normalen Alltag. 2 bis 3 Mal die Woche mindestens eine halbe Stunde durch die Gegend gehen. Ich glaube auch, das wird unterschätzt. Wie gesagt, ich bewege mich richtig viel und ich gehe jetzt sehr, sehr viel. Und ich glaube, das bringt was. Also ich mache das halt jetzt erst, seit wir umgezogen sind. Das weiß so richtig Auswirkungen, weiß ich jetzt noch nicht. Aber I try my best. Epithesen herstellt. Also quasi Penisprothesen, die maßgeschneidert auf deinen Körper hergestellt werden.
Und das sieht man eben, dass man da auch. Das sind Prothesen alles. Twitch. Twitch, das sind das Prothesen. Das sieht halt entsprechend der Hautfarbe von der Person dann auch aus. Also so sieht es aus, wenn man pinkelt. Das ist quasi so eine Schale. Ja, und mit so einem Loch, das dann durchführt. Gibt es verschiedene Hauttypen, wo man dann verschiedene Größen, die man sich aussuchen kann. Das wird auf also Doku sowas von nicht monetarisiert. Da komplett rasiert hinkommen, die nimmt einen Abdruck von dir, von deinem Genitalbereich, damit es eben perfekt passt. Also das wird dann auch mit einem Hautkleber befestigt. Und damit kann man dann quasi wie ein Mann auf die Toilette gehen. Wie ein Mensch mit Penis. Und ja, man hat es halt dran. Ich könnte auch in die Sauna gehen und man würde nichts sehen. Und, das weiß ich nur nicht. Oder ob der Hauptkleber dann hebt, Mensch. Oder? Ja, und inwiefern man das nicht sieht oder sieht. Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Ja, warum? Ich würde behaupten, der Sex ist halt vielfältig, wie hoffentlich bei anderen Paaren auch. Mhm. Und beschränkt sich nicht nur auf das. Ich glaube, bei vielen anderen Paaren ist das leider nicht so. Weibliche Geschlechtsorgan. Also es ist ein Geben und Nehmen. Also, man wird gern verwöhnt, man verwöhnt aber auch gerne. Gibt es so einen Erection Rod, den schiebt man quasi. Von meinen, ne? Du bist in der Sound of Phoenix Feld, aber no. Und was ist denn auch wahrscheinlich für. Das wird richtig Schock geben auch. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Wenn da andere Menschen noch sind und dann. Naja. Auf der Situation, auf der Station gibt es eine Transfrau und sie ist absolut hilfreich. Ich bin so froh, dass es sie gibt. Ach, das ist voll schön. Halt kurz, da bin aber mit Zimmerkollegen geflogen, weil die mir auf den Sack ging und stehe halt auf Wartelisten wieder. Ah, okay. Bekomme diesmal Einzelzimmer, weil ich trans bin, hatte das vorher noch nicht mit angegeben, damals, weil ich frisch geoutet war und immer noch scared bin. Warum bekommst du dann ein Einzelzimmer, wenn ich fragen darf? Quasi in die Harnröhre dieses. Diese Prothese dann, da kann man auch die Position einstellen und das gibt es dann eben auch nochmal. Das ist cool, das wusste ich noch gar nicht, dass die Dinger da zum einen Klicken gibt. Das ist ein Pleasure Rod. Also das sieht man auch schon, dass es hier dann auch nochmal was, so ein weiches Silikon eben dran hat, das dann eben die eigene Klitoris stimuliert bei der Bewegung quasi von, cool. Von dem Ganzen. Nachdem wir beide so auch in unserem Sexualleben keine Probleme haben und wir da für uns einen schönen Weg gefunden haben, dann, also aktuelle Lebensphase, okay. Ich weiß nicht, was in Zukunft kommt, wenn die Medizin fortschreitet und alles tutti frutti ist und ich Orgasmen bekommen kann, wie jetzt auch, dann. Als Option ist auf jeden Fall nichts vom Tisch gefegt. Ja, rein Trudel müssen wir auch nicht belaufen. Aber ist doch cool. Laufen so wie Sonnenschein rein, oder? Ich ja. Hallo. Schön, euch wieder. Ja, ebenso. Wie geht's? Ja. Lang nicht gesehen. Was macht dein Fuß? Ja, geht so. Alles gut? Ja. Jo. Servus. Alles gut. Ich bin froh, dass ich so bin, wie ich bin aktuell. Aber es gibt auch ja Transmänner, die noch eine höhere Stimme haben, wo man das noch eher merkt. Ja, aber ich glaube, obwohl es halt auch also Cis-Männer gibt mit einer hohen Stimme so. Die Personen, oder ich hoffe, dass die Personen sich dann wohler und wohler fühlen, je länger dieser Weg dann auch geht. Und ich hoffe einfach auch, dass sie stolz darauf sind, was sie schon alles geschafft haben, weil das macht nicht jede Person durch, was man da eben durchmacht. Und darauf sollte man auch stolz sein. Oh Gott, Menschen, die tanzen und Partys gehen. Ich bin so gespannt auf die Dart-WM. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin auch sehr gespannt, weil es wird, glaube ich, sehr laut da drin. Ich meine, von Vorteil ist, dass ich auf dem linken Ohr derzeit nicht hören kann. Vielleicht macht es das ja besser, man weiß es nicht. Also wenn ich jetzt mal so überlege. Dart-WM, ja, die ist am Freitag. Ja, am Freitag ist die. So etwas gibt's. Ja, die Influencer-Dart-WM. Und es gibt auch Nicht-Influencer-Dart-WMs. Ja. Aber ich bin auf der Influencer-Dart-Event. Dart-WM und spiele da und werde versagen.
Du hast einen biologischen Vorteil, das wird super entspannt. Ah, hast du voll recht eigentlich, true. Hat sich das, glaube ich, schon ein wenig verändert, die Sexualität, weil ich das jetzt mehr spüre und mehr verkörper irgendwie, dass ich ein Mann bin. Und davor nicht so. Es ist jetzt schon anders, ja. Also, dass man sich männlicher fühlt dann, ja. Und natürlich durch die Hormone steigt die Libido. Ist das so? Ja. Aber in diesem ja, da fängt Julia auch mal an zu lachen. Sagt sie, ja, ja. Ja, das ist schon stark. Mir war das gar nicht so bewusst, aber er sagt... Mir wird mit Testo auch automatisch dunkler. Ja, ja, das passiert. Das ist schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich krass. Er sagt mir das immer wieder, dass ich ihm quasi spiegeln konnte, dass sein Verhalten sich eher in eine aggressivere Richtung... Also es hört sich jetzt krass an, aber... Aber das kenne ich aber auch. Ich war ja auch mit einem Transmann zusammen vor längerer Zeit. Und das war bei dem auch so. Dass so die Aggressionen, die wurden schon ein bisschen mehr, aber halt am Anfang. Und irgendwann hat sich das halt einfach wieder eingependelt. Also es war so ein Ding, wo am Anfang... Halt wahrscheinlich, weil einfach der Körper nicht so richtig damit klarkam und dann irgendwann hat sich das so komplett eingependelt und war dann weg. Aber, ja. Er ist einfach schneller wütend geworden oder lauter. Das sind nicht deine Freunde, du hast gerade meine parasoziale Beziehung zu dir zerstört. Verdammt. Ich meine, natürlich seid ihr meine Besten, weil, also, normale Freundinnen halt, die ich so hab im Privaten und Familien, die sagen das, aber meine richtigen krassen Freundinnen, die ihr natürlich seid, definitiv, ihr dürft mich nennen, wie ihr wollt, so krass ist das, ne? Also, weil wir uns so, ne? Ja. Yeah. Ja, auf dem Weg zu Julias Eltern. Warum sind wir auf dem Weg zu Julias Eltern? Wo ist das eigentlich? Da sind keinerlei Berge. Das könnte hier sein. Also auf dem Dorf leben ist schon nochmal eine andere Hausnummer als in der Stadt. In der Stadt bist du halt einer von vielen. Ja, da kannst du dich halt doch irgendwie auch ein bisschen verstecken, in Anführungszeichen. Also deswegen bin ich froh, dass wir jetzt umgezogen sind. Da fällt halt jetzt halt wirklich klar auf. Ja, aber im Dorf mit 1500 Einwohnern, nicht mal, das sind 1200 Einwohner, da macht es halt gleich die Runde. Also ja, deswegen war meine Oma ja auch so, das darfst du aber in der Zeitung, du darfst doch nicht Penis und Vagina sagen und über dein Transsein reden. Das ist ganz, ganz schlimm, weil dann weiß das hier jeder und dann reden alle über uns. Und das ist voll schlimm, wenn Menschen darüber reden, dass meine Enkeltochter trans ist. Das wäre ganz, ganz schlimm, weil trans ja auch das Schlimmste auf der Welt ist. Die ist ja ganz böse. Danke, Oma. Das werden nur die Nachbarn denken, ja richtig. Ich weiß, dass meine Nachbarn über mich gedacht haben, das war nichts Gutes. Aber da waren wir uns einig, das beruht auf Gegenseitigkeit. Buschfunkshow groß geschrieben. Also ist ja eher noch konservativ, tatsächlich auf dem Dorf. Und da ist auch heute noch komisch, wenn wir jetzt aufs Dorffest gehen und ich alte Gesichter sehe. Boah, das fände ich auch richtig wild, nochmal aufs Dorffest zu gehen da. So noch Ewigkeiten einfach nochmal. Dann sind da so viele Menschen, die ich kenne und die mich kennen. Boah, das wäre so unangenehm, glaube ich. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin ja ein Einhorn und meine das völlig ernst. Meine Firma findet das lustig und ich darf mit bunten Haaren im Sicherheitsdienst arbeiten, soll aber mich weitestgehend an die Kleidung halten. Das interessiert das irgendwem auf... Also, keine Ahnung. Ich verstehe immer nicht, für was... Also, I don't care, was irgendein Mensch... Weiß ich nicht. Ist oder weiß ich nicht. Solange die Person halt nett zu mir ist, das denke ich mir so... Who the fuck cares? Und auch im Job ist es halt so, solange die Person den Job richtig macht, was interessiert es mich? So, also was hat es mich auch anzugehen, was Menschen mit ihrem Leben machen? Und weiß ich nicht. Ich denke mir so, who am I? Aber ja. Ich meine nur gut, dass du nicht in einer Beziehung bist, anders wählt. Warte, was? Bin ich verwirrt. Das Dorf ist natürlich nochmal anders hart, ja, ich glaube auch, das möchte ich nicht nochmal, also ich glaube, da möchte ich nicht nochmal hin. Ja, also da
macht man sich schon ein bisschen Gedanken und ein bisschen zurückhaltend. Obwohl mir natürlich die Gegend, wo ich gelebt habe, schon sehr ans Herz gewachsen ist. Das habe ich schon gemerkt nach dem Umzug. Das war schon hart. Es war nicht ganz easy am Ende. Also ich wollte ja schon lange weg da. Und das ist auch, es ist auch immer noch das Beste gewesen, dass wir da weg sind. Und mir geht's auch psychisch so viel besser, allein, dass auch so viele Freundinnen hier sind. Das ist einfach das Beste. Und das hilft mir so schon, aber ich merke schon, ich habe jetzt, wie lange habe ich da gewohnt? In dem Kaff, also in der Wohnung habe ich irgendwie um die 17 Jahre gewohnt, in dem Kaff selbst habe ich safe 20, ne, länger als 20 Jahre gewohnt. Boah, 22 Jahre oder so habe ich da gelebt. Und das sind dann natürlich schon so Kleinigkeiten, wo das Herz dran gewachsen ist, so. Haltender. Ich weiß nicht, ob ich den Weg so gut hätte gehen können, wenn ich in meinem Dorf geblieben wäre. Das ist halt einfach dort der Öffentlichkeit gegenüber halt im normalen Auftreten, dass man nicht schräg angesehen wird. Und ich habe mich eigentlich schon ein bisschen so, ja, belogen und betrogen. Das war die alte Doku, wo die Mutter noch so sehr auf dem Dampfer war. Oh, das ist voll schlimm, dass sie sich geoutet haben. Was sollen denn die anderen denken? Eigentlich gefühlt. Ich habe es unheimlich schwer gehabt, mit dem Umstand klar zu kommen, weil es von meinem Elternhaus eigentlich immer als abnormal gegolten hat. Als es dann aufkam, dass ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle, da ist für Mama natürlich wieder eine Welt zusammengebrochen. Hatte auch Schwierigkeiten mit den Pronomen, das zu akzeptieren, dass sie dann jetzt nicht mehr eine Tochter hat, sondern bald einen Sohn. Ich meine, ich verstehe das ja auch vollkommen, ja. Also es fällt einem natürlich nicht leicht, von heute auf morgen dann zu seiner Tochter Sohn zu sagen und nicht mehr sie, sondern er. Ja, dass es am Anfang schwierig ist, sich daran zu gewöhnen, okay, aber das war ja wirklich was, also das war ja nicht nur schwierig, so die Umstellung, man hat mal Fehler gemacht, sondern auch emotional sehr schwierig, ne? Und das finde ich halt, wo ich denke so, hey, Leute, natürlich dürft ihr eure Gefühle haben, aber ich weiß nicht. Ich finde, man sollte dem Kind immer zeigen, dass man das so akzeptiert, wie es ist. Meine Eltern sind gehörlos. Ja, es ist eher so ein von den Lippen ablesen und Lautsprache unterstützend mit den Gebärden als tatsächlich die Gebärdensprache. Wunderbar. Ja. Du bist auch größer. Du sagst immer. Oh, lecker sieht das aus. Ich habe noch nichts gegessen. Sie. Ja, ja. Ach, schon sehr, ja. Nein, ja. Sagst du aber ziemlich oft. War schwer. Da habe ich es ja gebraucht. Ich nicht. Warum? War schwer für dich. Ja. Aber was, als Mädchen vorher oder jetzt Mann? Ach so, Umstellung war schwer. Es wurde dann für die, also ich stelle mir das ja auch schwierig, wenn du die Stimme nicht hörst, dann hat man es quasi, war es für die eindeutig, als dann der Bart kam, so gesehen. Ja, trotzdem. Also ich so einerseits so, ja, natürlich ist es eine Einstellung, Umstellungssache. Aber ich finde, es sollte halt nicht dran festgemacht werden, wie die Person gerade in deinen Augen scheint. So, es sollte nicht erst möglich sein, wenn die Person Bart hat. Es gibt übrigens auch, ich weiß, das ist jetzt weird, aber Männer, die keinen Bart haben oder sich den abrasieren, das gibt es auch durchaus. Und das verstehe ich halt nicht. Warum das Voraussetzung dafür ist, dass ich die Person anspreche, wie sie angesprochen werden möchte. Das sollte nicht Voraussetzung dafür sein. So, es ist halt einfach so Base Respekt. Ich habe das am Anfang nicht gesehen, dass ich auch mehr... Ich habe in der Doku schon erwähnt, dass Transmänner auch schon vorher Männer sind. Also ich habe es schon erwähnt, aber ich glaube in der Doku nicht, leider. Kulatur bekommen habe. Ja, Schatz, nicht jeder achtet so auf deine Muskeln. Ja. Nicht? Ja, sagt er auch. Du warst früher smart. Ja. Und wie auf alle Füße. Ob ihr euch noch Gedanken macht, dass wir keine Kinder bekommen? Ja, eins hätte
Ich finde gerade, warum Kinder immer so ein Thema ist. Ich finde auch diese Erwartungshaltung, dass Kinder unbedingt Kinder bekommen müssen, finde ich sehr, sehr hart. Weil ich denke, es gibt Menschen, die können nicht und die wollen auch einfach keine Kinder. Und das ist genauso okay. Und ich finde diese Erwartungshaltung, dass jetzt, wenn ich ein Kind habe, dann hat das nicht noch mehr Kinder zu bekommen, sondern das soll glücklich werden im Leben. Hätten wir doch gerne. Eins ist okay. Und du? Das eins hätten wir gerne sehr. Dann, das ist aber nicht eure Entscheidung. Ich meine, wenn kein Kinder. Ich denke mal von hier. Meinst du? Ah, weißt du, man da voraussagen. Kann man nicht voraussagen. Kann man voraussagen. Ja. Mir kannst du eingeben von. Ja, da hat er recht. Großeltern, ich will ein Enkelkind, ich, ist nicht mein Problem. Ist halt wirklich so. Woher da kommst du? Die Ahnenlinie muss fortgeführt werden. Unbedingt ganz, ganz wichtig, dass meine Ahnenlinie fortgeführt wird. Eine Augenfarbe, dann haben sie Haarfarbe, was für einen Schulabschluss und alles. Muss ich alles eingeben, okay. Ohne Witz. Akademiker. Wer will schwanger sein? Ich muss. Oh, okay. Kein Spaß. Warum nicht? Warum Jenny nicht? Stell dir mich mal mit dem schwangeren Bauch vor. Okay. Ja. Kind muss ja nicht selbst gezeugt sein, das kommt auch noch dazu. Ja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, aber selbst wenn die, also es gibt, kann ja sein, dass die Person einfach nicht möchte und dann ist auch okay. Also wie immer recht schnell eskaliert. Popcorn und Popcorn. Popcorn schon geil. Für heute Abend, zum Spieleabend. Er wollte eigentlich die. Oh, das ist auch so mit das Geilste, ne? Wir können ab jetzt Spieleabende machen. Leute, Spieleabende. Weil hier sind FreundInnen und zwar ganz, ganz viele. Und irgendjemand von ihnen hat bestimmt immer Zeit. Das ist das Beste im Leben. Du musst einfach richtig geile Spieleabende machen. Und dann können wir irgendwie geil in den Park gehen und wir können geil. Es ist so cool. Mein Leben wird gerade stetig besser. Und das nicht nur, weil ich wirklich ein stetig habe. Habe ich wirklich. Keine Lüge. Guck. Aber die Kamera bewegt sich nicht mit hoch, also es ist alles noch ein bisschen schwierig. Aber egal, trotzdem, ihr wisst, das war einfach nur ein schlechter Joke und naja, egal. Ja, findest du passt Popcorn gut? Wozu? Popcorn passt überall so gut. Ich habe immer gesagt, wenn ein Kind dann adoptiert und meine Oma so, nee, wann bekommst du denn ein richtiges Kind? Oh Gott, als ob das kein richtiges Kind ist. Das ist ein falsches. Das ist einfach so ein Plastikkind. Wenn man so adoptiert und dann ist das einfach so eine Fälschung. So wie diese Gucci-Fälschungen. Dann ist so, weiß ich nicht, einfach so ein anderes Logo drauf. Man kennt. Aber vom Design ähnlich, wisst ihr? Auch mal gefragt, ob es auch falsche und echte Kinder gibt und das dann nicht sehen muss, Sakura. Ja, das ist auch einfach wild. Aber ja, wir standen schon an der Kasse und dann wollte er die Gummibärchen noch. Musste ich extra noch warten. Oh. Ja. Mann, niemand hat so schwer. Ne? Oh Mann, so viel Süßes und ich. Ich habe derzeit tatsächlich eine relativ gute Lösung gefunden für mein. Ich bin ja derzeit am Abnehmen und. Ich liebe halt Süßes und das ist schon ziemlich kacke, diese Mischung. Aber wer tut das nicht? Und derzeit nutze ich dafür dann Joghurt mit so Knuspermüsli. Und das hilft mir. Zumindest ein bisschen. Oh, du warst doch da. Wie so ein Baby, guck mal. Ja. Pizza hätte ich jetzt auch Bock drauf, aber Pizza ist auch so kalorienreich. Achso, da ist schon Pilz. Vorsicht. Attack of the Mushroom. Ja, Pilze sind so geil, ne? Ich weiß nicht, es gibt so viele Menschen, die haten einfach Pilze und ich verstehe es nicht. Ich finde, Pilze sind so das Beste überhaupt. Ich finde, das überall können die drauf. Und schmeckt einfach. Das ist der Pfefferkäse, der Alle. Okay. Das ist schon nix. Zwei. Das ist schon Mogelpackung. Die beiden sind irgendwann dann mal. Ja, Inflation kickt halt auch bei Gummibärchen, muss man sagen. Ne? Mir aufgefallen, weil die einfach auch so ein schönes Paar abgeben. Und dann ist Anthony einfach mitgekommen. So. Anthony hat die auf die Straße gesehen und so, die sind ein süßes Paar. Ich komme da jetzt einfach mal mit zum Essen. Und sehr, sehr lieb sind und auch lustig. Wir haben viel gelacht in der Zeit. Jetzt leg's rein. Nee, du bist rein. Danke.
Ich habe Jonathan, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, als einfach nur einen stinknormalen jungen Mann eingeschätzt. Das ist schon eine Beleidigung. Als stinknormal ist für mich halt immer Durchschnitt. Der Durchschnittsmann ist halt... Ne. Schon, und was er letzten Endes für mich auf jeden Fall auch ist. Und es gab da mal so einen Tag, da hatte ich Jonathan bei mir zu massieren. Und selbst da habe ich es noch nicht gemerkt. Warum auch? Ist halt auch komplett irrelevant. Bist du bereit? Hoch, ja, nachdem du noch nie da oben gewesen bist. Okay, aber bei mir ist auch schon lang. Boah, ungelogen. Also Berlin ist ja an manchen Orten ein bisschen höher. So, es gibt ein paar höhere Häuser und so, ne? Das ist ja klar. Und ich war zu Besuch bei einer Person, die sehr, sehr weit oben wohnt. Und ich hatte richtig Höhenangst. Im Haus. Das war richtig wild. Das hatte ich noch nie vorher. Aber das Haus war halt so hoch, dass ich richtig Panik bekommen habe. Das war richtig heftig. Auch im Treppenhaus. Ich war so, ne? Ne? Da gehe ich nicht nochmal hin. Das ist einfach ganz schlimm. Ich will niemals so hoch wohnen. Und bei der TwitchCon dachte ich noch, da waren wir im Hotel und oben waren halt die richtig guten Zimmer. Und ich dachte mir halt so, eigentlich wäre schon cool, so da oben mal in so ein Zimmer halt zu gehen für irgendwie ein Wochenende oder so, wenn wir nochmal in Rotterdam sind. Aber das hat mich dann wieder, also das ich bin doch nicht mehr der Meinung. Ich finde, also zu hoch ist einfach nicht gut. Aber ich hätte gern so ein gutes Zimmer, aber weit unten, aber das gibt's nicht. Unten sind die immer noch gute Zimmer, aber halt die nicht so krassen Zimmer. Naja, wir sind in der großen Stadt. Ja, das geht einfach nicht. Lang her. Aber gehen wir mal zusammen hoch, zumindest so hoch, wie wir gerade kann, gell? Ich bin gespannt. Also ich würde da nicht reingehen. Auch auf dem Kölner Dom, ich war da einmal und nie wieder. Bodenständig. Ja, ich bin halt so. Ich nehme mir lieber die etwas schlechteren Zimmer, weil ich bin halt auf dem Boden geblieben. Schon lebensmüde. Hey! Was? Die haben die Eislaufanlage jetzt hingemacht. Nee, ich könnte da nicht stehen. Es reicht nicht so nah dran. Guck mal, da ist dann dieses Netz und da gucken die da runter. Nee, nee. Mega. Okay, ist doch nicht so schlimm. Gut gemacht. Boah, Schatz, du bist zu weit. Danke. Ich war auch im Fitness. Oh, ich hab auch. Das ist schon jedes Mal, wenn ich Familien rumlaufen sehe mit so kleinen Kindern und so Väter, die dann irgendwie am Straßenrand in so einem Wagen daneben hin noch mit ihrem Hund joggen, denken wir auch, Alter, das bin ich in ein paar Jährchen. Das ist süß. Ich sehe mich schon irgendwann als Vater. Ich weiß, dass es ihr auch unheimlich wichtig ist. Auch ich sehe mich auch als Mutter irgendwann, aber das hat echt noch Zeit. Ich bin noch jung und dynamisch. Nee, das wirklich nicht. Aber jung bin ich auch nicht mehr so. Jung bin ich auch nicht mehr so. Verdammt. Magst du nicht, wenn es zu offen und zu viel Glas? Ey, bei mir ist wirklich komplett egal. Menschen haben aus gutem Grund keine Flügel. Sehe ich auch so. Ich bin übrigens auch noch nie geflogen. Ein Kind auszutragen, die Schwangerschaft zu erleben. Und das ist ja auch, das schweißt ja auch nochmal anders zusammen, wenn man da eine Schwangerschaft gemeinsam... Ja, ich stelle es mir halt unfassbar schön vor, aber so mittlerweile mit der Zeit, ich könnte mir auch vorstellen, ältere Kinder aufzunehmen. Wahnsinn. Super schön. Wo ist Ulm nochmal? Wie habe ich letztens was von Ulm gehört? Warum habe ich letztens noch was von Ulm gehört? Was ist in Ulm? Ah, okay. Jetzt weiß ich, was in Ulm ist. Aber wo ist Ulm eigentlich nochmal? Grenze Baden-Württemberg zu Bayern, okay. Also da unten. Ist da irgendeine große Stadt, die in deiner Nähe ist? Wow. War doch auch schon schön. Ja, Ulm. Ulm ist auch ganz groß. Ja, aber also bis auf das, also das muss ich wirklich kritisieren, das Deadnaming und Misgender und ohne zumindest irgendwie mal was klarzustellen, dass das nicht so cool wäre. Es war das eine sehr, sehr schöne Doku über die beiden, weil die sind übelst cute zusammen
Und die sind so mega wholesome. Und das fand ich richtig schön. Deswegen danke SWR für die Doku. Aber es wäre schön, wenn ihr wirklich Leute nochmal drüber gucken lassen würdet bei sowas. Danke, LG. Bye, bye. Bye.